All creatures, welcome. Herzlich willkommen im Hackspace Siegen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Unser Vereinsziel und Zweck ist die Bildung und Förderung von Bildung. Für den Vortrag, der jetzt kommt, bitte ich euch nochmal nachzuschauen, die Handys aus sind. Gesundheit. Die Fragerunde findet ohne den Internetstream und nach dem Vortrag statt. Ich grüße also auch ins Internet. Und aus Lizenzgründen gibt es hier ein paar Audioschnitte, die wir nicht mitstreamen. Das ist der Nachteil, wenn man nicht hier vor Ort ist, sondern vorm Rechner sitzt. Vortrag. Auch dir ein herzliches Willkommen, liebe Maria. Maria studiert in Berlin und sie engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich gegen Rassismus. Während ich jetzt das Mikrofon übergebe, bitte ich euch alle für einen warmen Applaus für Maria. Momentanen Situation, gerade was Chemnitz und Co. angeht und weitere rassistische und antisemitische Übergriffe im öffentlichen Raum, ist es, glaube ich, ein relativ wichtiges Thema, worüber ich heute ein bisschen versuche zu sprechen. Also Fragen bitte am Ende. Wenn ihr irgendwie Verständnisfragen habt, irgendwas nicht versteht, dann könnt ihr euch natürlich zwischendrin melden. Nicht, dass ich irgendjemanden im Laufe des Vortrags verliere, das wäre schade. Genau. Ja, worüber wir heute sprechen. Ich habe hier eine wunderschöne Präsi für euch gemacht, damit ihr ein paar Dinge auch nachvollziehen könnt. Es soll um Antisemitismus und Rassismus gehen. Und wie gerade ja schon angekündigt wurde, werde ich zu beiden Themen erstmal einen kurzen Videomitschnitt bzw. Audiomitschnitt zeigen. Und dann wird weiter. Leider hat das hier nicht so ganz funktioniert, deswegen muss ich das quasi nebeneinander abspielen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das zweite Video, was letzte Woche beim Sommerfest der Identitären Bewegung entstanden ist, die ja unter einem friedlichen Sommerfestcharakter vermarktet wurde, aber wie ihr gesehen habt, war das alles andere als friedlich, freundlich, zumindest dem Reporter gegenüber, dem mehrmals offen gesagt wurde, er soll doch bitte dahin gehen, wo er herkommt. Und er ja dann auch entgegnet so, ja, wo soll ich denn hingehen, warum soll ich denn nach Berlin fahren? Also auch nur, weil er eben nicht stereotyp weiß, deutsch aussieht, für die Menschen dort gehört er halt nicht dazu und soll woanders hingehen und ist nicht deutsch. So. Genau. Und damit, mit dem Einstieg von diesen beiden Videos, kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Teil meines Vortrags. Ich möchte als erstes vorneweg schieben, dass ich den Vortrag nicht halte, um darüber zu differenzieren, welche Art von Diskriminierung schlimmer ist. Also sowohl Antisemitismus als auch Rassismus sind einfach Formen von Diskriminierung, die beide gleich schlecht sind, gleich gefährlich, aber eben unterschiedliche Strukturen haben. Und darüber möchte ich halt ein bisschen was erzählen. Genau, und ich bin halt vor allem der Meinung, dass es wichtig ist, um eben nicht nur Bewusstsein für das Auftreten von Antisemitismus und Rassismus zu schaffen, sondern eben auch damit umgehen zu können mit den Betroffenen, die von Antisemitismus und Rassismus betroffen sind. Ja, genau, denn wie ihr halt gesehen habt, ist halt vor allem in jüngster Zeit ist es öfter zu antisemitischen und rassistischen Übergriffen im öffentlichen Raum gekommen. Und es ist auch einfach deutlich erkennbar, dass Rassismus und Antisemitismus auf keinen Fall Phänomene sind, die nur von rechtsextremen Randgruppen propagiert werden, auftreten, sondern vor allem sich auch mittlerweile einfach in der Mitte der Gesellschaft widerspiegeln, was halt auch an diesem Video in Chemnitz gut zeigbar ist.
Genau, als erstes will ich natürlich euch so einen kleinen Überblick verschaffen und fange erstmal mit zwei Definitionen zum Thema Antisemitismus und Rassismus an. Und dabei ist es allerdings wichtig anzumerken, dass es sowohl für Antisemitismus als auch für Rassismus keine einheitliche, gängige Definition gibt. Vor allem im wissenschaftlichen Kontext gibt es halt total viele unterschiedliche Definitionen, die angefangen von einfachem Rassenhass in Bezug auf beide Phänomene sprechen, bis hin zu komplexen Definitionen, die verschiedene Artikulationsformen und geschichtliche Kontextualisierungen beleuchten. Um euch vor allem den Zugang zu schaffen, habe ich einmal die Arbeitsdefinition der Bundesregierung von der International Holocaust Remembrance Alliance vorgeschlagen wurde, mitgebracht zum Antisemitismus. Und die besagt, dass Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die im Hass auf Juden Ausdruck finden kann. Rhetorische und physische Manifestationen von Antisemitismus richten sich gegen jüdische oder nichtjüdische Individuen und oder ihr Eigentum, gegen Institutionen jüdischer Gemeinden und religiöse Einrichtungen. Die Definition, also die, das geht dann noch weiter, da werden dann noch Beispiele aufgeführt, aber das ist quasi so der Kern der Definition. Und bei Rassismus habe ich mich für eine Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung entschieden, ganz bewusst, weil die für mich ziemlich verkürzt auch dargestellt ist und einfach auch nicht alle Aspekte umfasst. Genau. Und die besagt Form der Fremdenfeindlichkeit, also Rassismus ist eine Form der Fremdenfeindlichkeit, die sich auf tatsächliche oder behauptete Rassenunterschiede stützt. Rassisten behaupten, dass Menschen sich nicht nur in ihren biologischen Merkmalen, zum Beispiel Hautfarbe, unterscheiden, sondern dass ihr gesamtes Wesen von ihrer Rassezugehörigkeit geprägt sei. Damit verbunden ist stets der Glaube, die eigene Rasse sei höherwertig. Deshalb sei es in Ordnung, bestimmte Menschen zu benachteiligen, zu unterdrücken und im Extremfall sogar zu vernichten. Ja, anhand dieser beiden Definitionen ist auf jeden Fall schon, finde ich, deutlich erkennbar, dass es halt Unterschiede gibt. Und dennoch werden halt Antisemitismus und Rassismus sehr oft noch in einen Topf geworfen, beziehungsweise wird Antisemitismus immer dem Rassismus unterstellt. Also Rassismus ist quasi der Oberbegriff und Antisemitismus nur ein Unterphänomen des Rassismus. Und das sehe ich ein bisschen anders. Vor allem, weil eben dabei verkannt wird, dass Antisemitismus und Rassismus strukturell und gesellschaftlich anders eingebettet sind und sich jeweils anderer Feindbilder und Ressentiments bedienen. Genau, als erstes werde ich jetzt mit dem Thema Rassismus ein bisschen anfangen. Aufgrund der Zeit und natürlich ist es natürlich alles ein bisschen verkürzt, auch zum Thema Antisemitismus. Also wenn ihr später dann irgendwie noch Fragen oder Anmerkungen habt, bin ich auf jeden Fall dafür dankbar. Das ist jetzt, soll jetzt hier nicht irgendwie das, was ich sage, es gilt und das ist das einzig Wahre. Also da können wir uns dann gerne später noch drüber unterhalten. Genau, also die Entstehung von Rassismus ist so ein bisschen zurückzuführen auf die Unterteilung von Menschen aufgrund ihrer vermeintlich unterschiedlichen Rasse. Bei Rasse spreche ich daher von Anführungszeichen, da es natürlich totaler Quatsch ist, Menschen in Rasse zu unterscheiden. Also diese Unterteilung von Rassen geht halt zurück auf die Sklaverei und dabei hat sich die weiße Rasse eben als die Privilegierte angesehen und es sich zur Aufgabe gemacht, nicht weiße Rassen zu unterdrücken, zu zivilisieren, auszubeuten. Genau, also es geht quasi im Klartext darum, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe und vermeintlich unterschiedlicher körperlicher Merkmale in zivilisierte und in nicht zivilisierte Menschen einzuteilen. Dabei werden diese Unterschiede als naturgegeben biologistisch hingenommen und tragen somit zu einer Hierarchisierung bei. Rassismus war also innerhalb dieses Systems der Unterdrückung vor allem aus Gründen der Legitimierung dieser Unterdrückung zentral. Und natürlich, also mittlerweile bestätigt natürlich auch neuere Forschung, dass es schon immer Quatsch war, Menschen in Rassen einzuteilen und dass es auch innerhalb jeder Rassen in diesem Denken zwischen zwei Menschen auch unterschiedliche genetische Merkmale gibt. Also auch keine weiße Person ist gleich einer anderen weißen Person. Genauso ist keine schwarze
oder als rassistisch markierte Person einer anderen Person gleich. Genau. Und dabei ist es auch, ja, genau. Diese Unterscheidungen dienen also quasi vor allem dazu, eine Wir-Gruppe zu konstruieren, in diesem Fall weiße Menschen, die die Wir-Gruppe sind, und sich von der anderen schwarzen Gruppe abzugrenzen versuchen. Und das andere damit als zwangsläufig nicht zugehörig konstruieren. Und gegenwärtig ist die Unterscheidung, wie schon gesagt, der Rassen jedoch teilweise verschwunden und wird durch sozusagen, also Rasse wird mit dem Begriff Kultur ersetzt, wodurch man auch von einem kulturellen Rassismus spricht. Das bedeutet, dass eben Menschen nicht mehr aufgrund ihrer vermeintlichen Rasse, sondern eben aufgrund ihrer anderen Kultur diskriminiert werden. Und diese kulturellen Unterschiede können beispielsweise Religion, bestimmte Verhaltensweisen, die auf die Herkunft oder die Sozialisation zurückgeführt werden können. Also alle kennen irgendwie das Beispiel, so ja, die geflüchteten Muslime vergewaltigen unsere Frauen, weil sie das halt von zu Hause so kennen, weil sie keine Umgangsform mit Frauen haben und deswegen nicht wissen, wie sie sich hier verhalten sollen. Was natürlich auch völlig verkennt, dass irgendwie es auch schon vor der vermeintlichen Flüchtlingskrise 2015 Vergewaltigungen in Deutschland von weißen Männern, Menschen, wie auch immer, gab. Genau. Und aber auch, eben auch hierbei wird dann die Trennung von innen und außen aufgemacht, also quasi die Kultur, die von außen eindringt, die gehört nicht zu unserer Kultur, was auch immer das bedeuten soll. Und genau. Aber wie schon gesagt, die Darstellungen sind natürlich teilweise ziemlich verkürzt. Mir ist es allerdings wichtig anzumerken, dass auch wenn der Glaube von unterschiedlichen Menschenrassen, abgesehen von sehr extrem rechten Milieus, wo es diese biologistische Denkweise immer noch gibt, weitgehend nicht mehr gesellschaftsfähig ist, aber rassistische Strukturen natürlich immer noch vorhanden sind in modernen Gesellschaften, die sich dann aber halt, also die sich vor allem darin äußern, dass es für Menschen, die rassistisch markiert werden, eben geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, Probleme bei der Wohnungssuche oder eben in verschiedenen Situationen im Alltag anders behandelt werden, zum Beispiel Racial Profiling von der Polizei und so weiter. Und dadurch gibt es natürlich diesen strukturellen Rassismus immer noch und er ist halt ein fortwährender Prozess. Und es geht ja immer mit Macht einher, wer hat die Macht über wen, und dadurch ist natürlich Rassismus auch immer, hat mit Macht und Unterdrückung zu tun und bedient sich immer dem Ausschluss und ständigen Markieren von anderen, von Menschen, die vermeintlich anders sind aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, wie auch immer. Und wie ja auch der Mensch, der früher bei der NPD war, ja auch gut angemerkt hat, ist es ja auch völlig egal, ob zum Beispiel eine Muslima mit Kopftuch in Deutschland geboren ist. Sie passt halt nicht ins Bild und deswegen gehört sie auch nicht dazu. Sie hat zwar die Staatsangehörigkeit, aber deutsch ist sie deswegen noch lange nicht, weil sie natürlich die deutschen Werte, was auch immer das bedeutet, nicht vertritt. Genau. So, dann würde ich jetzt zum... Nein, das kommt noch nicht. Dann würde ich jetzt zum Antisemitismus kommen und erstmal darüber sprechen, dass Antisemitismus, ich erläutere quasi das Vorkommen und auch so ein bisschen den historischen Kontext von Antisemitismus anhand von 5 Artikulationsformen, wie sich Antisemitismus äußern kann. Das ist einmal... Ja, Nummer 1. Der religiös-antijüdischer Antisemitismus oder Antijudaismus, der vor allem gegen das Judentum als Religion gerichtet ist, war und eine vor allem lange christliche Tradition hat. Also wenn man daran denkt, dass irgendwie Jüdinnen im Mittelalter verantwortlich gemacht wurden für die Pest oder gesagt wurde, dass Juden, Jüdinnen die Christusmörder seien, weil sie Jesus Christus nicht als ihren Messias anerkannt haben und er deswegen verraten wurde und ans Kreuz genagelt wurde. Sie hätten Hostien geschändet, Kinder ermordet, alle kennen die Brunnenvergiftungsmythen, dass Jüdinnen eben Brunnen vergiftet hätten, damit Christen das Wasser nicht mehr trinken können oder daran sterben. Genau, daraus...
Dann gibt es den völkisch-rassistischen Antisemitismus. Diese Artikulationsform äußerte sich vor allem in den Verbrechen des Nationalsozialismus und der damit einhergehenden Massenvernichtung der jüdischen Bevölkerung der Shoah. Ich nutze das Wort Shoah und nicht Holocaust, das aus der Perspektive der Opfer stammt und das hebräische Wort für große Katastrophe ist. Groß, sehr groß. Jüdinnen und Juden wurden als die jüdische Rasse konstruiert und der Antisemitismus hob sich damit auch vom religiösen Antijudaismus ab, da es hierbei nicht mehr nur um die Ablehnung von einer Religionsgemeinschaft ging, sondern der Jude ist somit nicht mehr nur der Antichrist und das Judentum gilt somit als der Gegner des Christentums, sondern jüdische Menschen wurden im Nationalsozialismus als jüdische Gegenrasse rassifiziert. Und zu dieser Rassifizierung gesellten sich dann auch noch weitere Aspekte hinzu, wie Verschwörung, dass die jüdische Rasse die deutsche Herrenrasse unterwandern möchte, für Umvolkung bzw. Ausrottung der deutschen Rasse sorgen möchte. Und somit wurde der Jude, also auch hier spreche ich in Anführungszeichen, weil das quasi, also weil es einfach nationalsozialistischer Jargon, der Jude ist unser Unheil, wurde nicht nur für wirtschaftliche Krisen und Katastrophen verantwortlich gemacht, sondern ihn wurde auch eine allumfassende, alles bestimmte Macht hineinprojiziert. Diese Projektion mündete dann irgendwann in die Massenvernichtung, die Shoah, was wir alle sicherlich kennen. Und dabei ging es vor allem um die industrielle Massenvernichtung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus, aber auch um die Ausrottung des Abstrakten, was Jüdinnen für die NationalsozialistInnen verkörperten. Abstrakt bedeutet hierbei, dass sich alles Widersprüchliche in dem Juden vereint hat. Alles, was die Menschen nicht verstehen können, haben sie in den Juden projiziert, ihn als Erklärung dafür benutzt, dass das, was quasi salopp formuliert, nicht funktioniert, alles, was schlecht ist, dass das aufgrund der Juden passiert. So wird der Jude für den Kapitalismus verantwortlich gemacht und verkörpert aber gleichzeitig auch den Kommunismus, der von den NationalsozialistInnen ebenfalls als Bedrohung wahrgenommen wurde. Moshe Posthorn, ein Historiker, hat dazu gesagt, Auschwitz war eine Fabrik zur Vernichtung des Werts, das heißt zur Vernichtung der Personifikation des Abstrakten. Sie hatte die Organisation eines teuflisch-industriellen Prozesses mit dem Ziel, das Konkrete vom Abstrakten zu befreien. Auschwitz, nicht die Machtergreifung 1933, war die wirkliche deutsche Revolution, die wirkliche Scheinumwälzung der bestehenden Gesellschaftsformation. Also das meine ich quasi mit dem, das Abstrakte wurde konkret gemacht, das Konkrete wurde in den Juden hineinprojiziert und somit war er dafür verantwortlich, dass alles, was schlecht ist, sich in ihm widerspiegelt und er deswegen vernichtet werden muss, weil erst dann wird Deutschland gerettet und die deutsche Herrenrasse kann überleben. Genau. Die nächste Form ist der sekundär schuldabwehrende Antisemitismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Antisemitismus natürlich weitgehend tabuisiert und es war natürlich nicht mehr salonfähig, sich antisemitisch auf offener Straße zu äußern, vor allem nachdem eben das Ausmaß der Shoah bekannt geworden ist. Und auf einmal haben ja auch alle von nichts gewusst und niemand wusste, was irgendwie Juden und Jüdinnen im Nationalsozialismus passiert ist. Keiner hat es gesehen und keiner war natürlich antisemitisch. Das bedeutet natürlich nicht, dass das ideologische Weltbild von AntisemitInnen nach der NS-Zeit zerschlagen war oder das nicht mehr vorhanden war. Es wurde eben nur nicht mehr darüber gesprochen. Darüber hinaus galt der Schuldabwehr-Antisemitismus in den ersten Nachkriegsjahren vor allem als Vehikel dafür, sich von Schuld an der Shoah freizusprechen. Im Umkehrschluss dabei die Schuld an der eigenen Vernichtung auf die jüdische Bevölkerung zu übertragen. Also das bedeutet, ich glaube, fast alle von uns kennen so Sätze wie, ja, die Juden sind ja selber daran schuld, dass ihnen das passiert ist. Hätten die sich mal ordentlich assimiliert, ordentlich integriert, dann wäre das einfach nicht passiert. In rechtsextremen und neonazistischen Spektren wird dann auch gern mal der Holocaust geleugnet.
Während in verschiedenen anderen Milieus Israel dämonisiert wird unter der Devise, dass das, was die Israelis mit den PalästinenserInnen machen, auch nichts anderes wäre als das, was die NationalsozialistInnen mit den Juden gemacht haben. Das ist natürlich völlig geschichtsrevisionistisch und schmälert natürlich auch die Auswirkungen des Holocaust. Die vierte Form ist der antizionistisch-anti-israelische Antisemitismus. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Das bezieht sich auf den Staat Israel und die Nichtanerkennung bzw. das Absprechen des Existenzrechts des Staates Israel. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, der Tabuisierung des öffentlichen geäußerten Antisemitismus und der Gründung des Staates Israel hat sich der Antisemitismus von der Person des Juden befreit und an dessen Stelle die vermeintliche Kritik am Staat Israel gerückt. Doch wie lässt sich diese vermeintliche Kritik an Israel als plumper Antisemitismus entlarven? Hierzu gibt es eine ganz einfache Formel, die wird die 3Ds genannt. Das bedeutet Delegitimation, Dämonisierung und doppelte Standards. Damit ist vor allem gemeint, dass auf der einen Seite das Absprechen des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, zum Beispiel durch die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen. Die Anwendung doppelter Standards, indem man von Israel ein Verhalten fordert, das man von anderen demokratischen Staaten nicht fordert. Das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit traditionellem Antisemitismus in Verbindung stehen, zum Beispiel die Israelis als Brunnenvergifter, Vorwurf des Christusmordes, um somit Israelis und Israel zu beschreiben und damit auch Israelis in eine Kollektivschuld zu nehmen, in ein Kollektiv zu verwandeln, was natürlich auch nicht beleuchtet, dass nicht alle Juden, die in Israel leben, nicht alle Juden leben in Israel und aber auch nicht alle Israelis sind Juden so oder Jüdinnen. Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit der Politik des Nationalsozialismus. Das bestreben alle Juden, Jüdinnen kollektiv für Handlungen des Staates Israels verantwortlich zu machen. Also eben auch Jüdinnen, die in Amerika leben, zu sagen, ja, was macht ihr dort mit den Palästinensern, den PalästinenserInnen oder wem auch immer. Das bedeutet auch, dass beispielsweise Intervention oder Abwehr von militärischen Handlungen kritisiert und diese als menschenverletzend bezeichnet werden, während Terrorismus, der beispielsweise von der terroristischen Organisation Hamas auf palästinensischer Seite gegen Israel ausgeht, als heroisch und als Widerstand stilisiert wird. Die fünfte und letzte Artikulationsform ist der arabisch-islamische Antisemitismus. Damit ist vor allem gemeint, dass in einigen Ländern gilt es zum Beispiel als Staatsräson für die Vernichtung Israels zu kämpfen, zum Beispiel im Iran. Historisch ist es auch schon in der NS-Zeit aufzufinden. Der Großmufti von Jerusalem hat sich mit Hitler verbunden, um die Jüdinnen aus Israel zu vertreiben. Genau. Ja, Ich bin der Meinung, dass der größte Unterschied von Antisemitismus zum Rassismus ist, dass es sich beim Antisemitismus um eine alles erklärende Weltanschauung und eine Leidenschaft handelt. Der Antisemit ist leidenschaftlich Antisemit. Diese Leidenschaft schlägt in Wahn um. Ich finde, diesen Wahn hat man ziemlich gut in dem Eingangsvideo erkannt. Dieser Mann war ja offensichtlich verwirrt, aber hat angefangen, den Mann von dem Restaurant anzugreifen und hat sich immer weiter gesteigert und gesteigert und gesteigert, bis er irgendwann gesagt hat, so ja, geht doch zurück in eure Gaskammern. Was auch einfach nochmal den Wahn darstellt von antisemitischen Weltanschauungen. Und dieser Wahn führt dann am Ende auch zu Vernichtungsgedanken, wie es der Mann eben mit geht doch zurück in eure Gaskammern propagiert hat. Das zeigt sich geschichtlich auch daran, dass als der Zweite Weltkrieg bereits vorbei war, beziehungsweise bereits verloren war von den Deutschen, sie trotzdem immer noch Jüdinnen und Juden in KZs, in Konzentrationslager deportierten, um diese zu vernichten. Denn dem der Antisemitin genügt es nicht, den Juden zu schwächen, sondern er muss komplett ausgerottet werden. Er muss komplett vernichtet werden, erst dann kann die Welt ein besserer Ort werden. In Abgrenzung zu
Rassismus denke ich auch, dass das Machtgefüge ein anderes darstellt. Das bedeutet für mich, der Rassist, die Rassistin guckt nach unten, während der Antisemit, die Antisemitin vor allem nach oben guckt. Das bedeutet im Rassismus, dass Menschen als niedere Rasse definiert und die ihr zugehörigen Menschen definiert werden und die ihr nicht zugehörigen Menschen, in dem Fall weiße Menschen, sie zivilisieren und entwickeln müssen und ausbeuten. Woraufhin Antisemitismus eben von, der Antisemit guckt von oben von unten nach oben. Denn hierbei dient der Jude nicht nur als Projektionsfläche, sondern er stellt die Gegenrasse dar. In ihm wird alles Negative projiziert und er ist somit als Feindbild konstruiert, der sich parasitär an die deutsche Herrenrasse andockt und diese nicht nur versucht zu unterwandern, sondern auszulöschen. Daher muss er ausgerottet werden, bis es keine einzige Jüdin, keinen einzigen Juden mehr auf der Welt gibt. Genau, da Adorno und Horkheimer, das sind zwei Menschen aus der kritischen Theorie, die sehr viel zu Antisemitismus geschrieben haben, nennen das falsche Projektion. Das bedeutet, sie sagen, dass der Antisemit, die Antisemitin Wahnvorstellungen hat, gespeist mit, also paranoid wird, vom, weil sie sich vom Juden verfolgt fühlt und diese Verfolgung schlägt dann um in die eigene Verfolgung, also in die Verfolgung des sich verfolgt Gefühlten in antisemitische Handlungen, die dann in Verfolgung münden, um eben das, was mich selbst verfolgt, auszurotten. Genau. Dabei ist natürlich aber auch wichtig zu erwähnen, dass rassistische Denkmuster auch gespickt sind mit Projektionen. Das bedeutet, es gibt beispielsweise die Figur des edlen Wilden, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine gängige Vorstellung nach der edle Wilde, nach der der edle Wilde alle Eigenschaften und Lebensweisen hätte, die dem Menschen im fortschrittlichen Westen abhanden gekommen sind. Hier dient die Vorstellung des Lebens in Einklang mit der Natur als bekannte Projektion. Letztlich sind alle Darstellungen durchzogen von Projektion, indem nämlich dem anderen Eigenschaften zugeschrieben werden, die eigentlich auch als Teil des eigenen gesehen werden wollen. Der entscheidende Unterschied ist, dass rassistische Denkmuster meiner Meinung nach nicht in Wahn umschlagen. RassistInnen wollen vom Rassismus betroffene Menschen nicht vernichten oder sogar ausrotten, wie es beispielsweise im Zuge der Shoah mit den Juden gemacht wurde, da sie im edlen Wilden keine Übermacht sehen, sondern eher eine Figur, die weniger wert ist als seine Unterdrücker, Unterdrückerin und daher zivilisiert werden muss, ausgebeutet und versklavt werden muss, aber am besten dort, wo er herkommt, also wo der edle Wilde herkommt. Und es sieht man auch nochmal an dem zweiten Video. Ihm wird quasi gesagt, so ja, geh doch dahin, wo du hergekommen bist. Also es ist okay, dass es dich gibt, aber nicht hier. Geh einfach weg. Genau, dabei muss natürlich noch gesagt werden, auch in rassistischen Denkmustern gibt es natürlich Vernichtung, wie wir es jetzt beispielsweise im NSU gesehen haben. Das waren rassistisch markierte Morde, die an Menschen verübt wurden, die eben nicht jüdisch waren, sondern die anderen, die nicht hierher gehören und deswegen weg mussten. Genau, dennoch werden Rassismus und Antisemitismus immer noch analog gesetzt, beziehungsweise wird Antisemitismus oftmals nur als abgeschwächtes Phänomen oder eine Erscheinungsform von Rassismus wahrgenommen. Entschuldigung. Dazu gibt es unterschiedliche Hintergründe. Einerseits der an die 1968er angelehnte Kampf durch die sogenannte Neue Linke gegen den Imperialismus und den Faschismus und den übrig gebliebenen Faschismus in den Köpfen. Hier hat sich gerade die antiimperialistische Linke unter dem Deckmantel der Solidarität den Kampf um die Befreiung Palästinas von der Besatzungsmacht Israel zu eigen gemacht, was sich mit einer verkürzten Kapitalismuskritik verbindet, vor allem in Bezug auf Ausbeutung. Andererseits gibt es Menschen, die sich in Teilen als antirassistisch verstehen und in Israel ein Fortbestehen kolonialer Strukturen sehen, bei denen der Kampf der PalästinenserInnen äquivalent zum Kampf unterdrückter und kolonialisierter Subjekte
im kolonialen Afrika, vor allem Südafrika, gleichgesetzt wird. Was meiner Meinung nach die Apartheid vor allem in Südafrika, also der Begriff Israel als Apartheidsstaat, kennen sicherlich einige, und meiner Meinung nach relativiert das die Apartheid in Südafrika. Es handelt sich dabei um einen legitimen Kampf für Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Damit verharmlosen die Menschen Ressentiments, indem sie Israel das Existenzrecht und das Recht auf Selbstbestimmung als einzige Demokratie im Nahen Osten absprechen. Außerdem verharmlosen sie darüber hinaus die terroristischen Anschläge und Kämpfe, die von Seiten zum Beispiel der terroristischen Organisation Hamas ausgehen und die ebenfalls unter dem Deckmantel der Emanzipation und Freiheitskampf deklariert werden. Ja, um abschließend zusammenzufassen: Es ist wichtig, zwischen Antisemitismus und Rassismus zu unterscheiden, um Ressentiments und ideologische Weltbilder zu entlarven und angemessen darauf reagieren zu können, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Vor allem unter der Devise nie wieder. Denn oftmals erweckt es den Anschein, dass mit dem Ende des Nationalsozialismus auch der Antisemitismus aus der Gesellschaft verschwunden sind. Aktuelle Vorkommnisse, siehe das Eingangsvideo, zeigen, dass dem absolut nicht so ist und Antisemitismus und auch Rassismus keine Phänomene rechter Gruppierungen sind, sondern es sich in der Mitte der Gesellschaft bei uns gemütlich gemacht haben. Und als nicht unbedeutender Punkt ist wichtig, eine Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Rassismus vorzunehmen, um zu verstehen, dass der Nationalsozialismus nicht aufgrund von rassistischer Diskriminierungen so erfolgreich war, sondern durch ein allumfassendes, alles erklärendes Weltbild, das die Welt in Gut und Böse eingeteilt hat, wobei das Böse in Form des Juden restlos vernichtet werden sollte. Diese Unterscheidung soll allerdings dabei nicht dazu dienen, wie ich auch schon gesagt habe, um irgendwelche Formen von Diskriminierung gegeneinander aufzuwägen oder zu sagen, das ist schlimmer, auf keinen Fall. Wie bereits erwähnt, wird der Schwarze im Rassismus als niederes Wesen dargestellt, während der Jude die Übermacht in sich vereint. Dabei muss sich ein antisemitisches Ressentiment nicht mehr nur auf die Vernichtung von Juden beziehen, sondern vereint auch verschwörungstheoretische Ansätze miteinander, die das Jüdische als Übermacht konstruiert. Also jeder kennt irgendwie Ausdrücke wie, ja, die Juden von der Ostküste, die das Finanzkapital verwalten und alles schachern, und wir sind die hier unten, die eigentlich ehrliche Arbeit betreiben, aber die Juden sind die, die davon profitieren. Genau. Die Rassistin will Ausbeutungsstrukturen und Privilegien aufrechterhalten, was Rassismus auch zu einem strukturellen Problem macht. Die Antisemitin hingegen ist der Meinung, erkannt zu haben, wie die Welt wirklich ist und wer sie steuert. Das ist ganz wichtig. Antisemitismus ist somit eine Reduktion von Komplexität. Das meinte ich auch am Anfang mit dem sich vom Abstrakten befreien, das Abstrakte vernichten. Das bedeutet, die Antisemitin denkt konkret, denkt konkret und fühlt abstrakt. Das bedeutet, eine Person, die sich antisemitischer Ressentiments bedient, tut das, weil sie sich die Welt einfach machen will, weil sie sich einfach erklären will, so und so funktioniert es, und sie meint erkannt zu haben, dass es eben nur eine kleine Gruppe von Leuten gibt, in dem Fall die Juden, Jüdinnen, die die Welt regieren, und wir leiden alle darunter. Genau. Die Jüdin dient somit als Projektionsfläche. Der Behauptung, dass Rassismus und Antisemitismus sich in vielen Fällen überschneiden, ist dennoch zuzustimmen. Als Ressentiments weisen sie dazu durchaus gewisse ideologische Gemeinsamkeiten auf. So richtig und wichtig es also ist, von Rassismus und Antisemitismus in der politischen Auseinandersetzung mitunter auf die Überschneidungen von Rassismus und Antisemitismus zu reflektieren, diese offenzulegen und zu kritisieren, so relevant ist andererseits die Reflexion der Distinktionsmerkmale beider Ideologien, also der Unterscheidungen voneinander. Wie der Aussage, nur ein sichtbarer Feind lässt sich bekämpfen, eine evidente Wahrheit zugrunde liegt, kann ebenfalls gesagt werden, dass Antisemitismus und Rassismus sich nur bekämpfen lassen, wenn sie die jeweils bestimmenden Eigenschaften sichtbar gemacht werden.
Sichtbar werden die beiden Ideologien vor allem in ihrer begrifflichen Abgrenzung voneinander. Während das die bloße Unterordnung des Antisemitismus unter der Kategorie des Rassismus vor allem zur begrifflichen Unschärfe beider Phänomene beiträgt. Unabhängig von der faktischen Inkorrektheit der Unterstellung, es handele sich beim Antisemitismus um eine spezielle Form von Rassismus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch das ist ein Nachteil, wenn man nicht in Person hinkommt.